Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Video. Ja, wie ich es schon im letzten Baru angesprochen habe, habe ich eine lustige Mod für Minecraft entdeckt. Und zwar nennt sich diese Portal Craft. Ja, und wie der Name es vermuten lässt, mixt es Minecraft mit Portal. Wie das genau aussieht, schauen wir uns jetzt einmal an. Ich habe selber noch nicht gespielt. Ich kann euch nicht sagen, was uns da erwartet. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Der Download-Link zu dem ganzen Kram ist unten in der Beschreibung. Starten wir die Welt und oh, das sieht sehr cool aus. Das ist ja wirklich verdammt cool. Das ist, wenn man Portal gespielt hat, den ersten Teil, kennt man das hier bestimmt wieder. Das ist der erste Raum, in dem man im Portal aufwacht. Sogar hier diese Überwachungsdinger mit nachgebaut und die Kameras an der Wand. Portale, hier das Bett. Haha. Oh, Rechtsklick auf die Jukebox, dann kommt dann sogar eine CD raus. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Jetzt geht sogar ein Radio an. Und die Portal-Musik spielt. Das ist wirklich genial. Na gut, wollen wir nicht länger hier im Anfangsraum bleiben? Gucken wir mal, wie die Tests aussehen. Gehen wir durchs Portal. Das ist wirklich mit viel Liebe zum Detail gemacht. Testing Chamber Nummer 1. Würfel und Tür. Gut, ich nehme an, wir brauchen Würfel, um die Tür aufzulachen. Ganz genau, hier kommt er auch schon. Nicht in unser Menü, sondern das einmal runterwerfen. Und dann geht die Tür auf. Das heißt, wir müssen den wegwerfen, den Würfel, und nicht da drauf setzen irgendwie, sondern wegwerfen, dass er da drauf liegt. Oh. Einmal durch die Tür. So, was erwartet uns hier? Hier haben wir eine Schatzkiste. Ein paar Stufen. Machen wir erstmal die Kiste auf. Ah, und hier ist die Portalkanone drin. Wie cool ist das denn bitte? Und das sieht ja wirklich genial aus. Gut, das heißt, wir brauchen Portale, um uns darüber zu katapultieren. Das kennt man ja schon aus Quatsch, aus Minecraft nicht, aus Portal. Der Rechtsklick ist dann das orange Portal und der Linksklick ist das blaue Portal. Ich glaube, das passt noch nicht so ganz. Versuchen wir es mal so. Ah, nicht ganz. Das ist wirklich sehr cool. Das macht jetzt schon tierisch viel Spaß. Wie gesagt, der Download-Link ist unten in der Beschreibung. Ladet euch auf jeden Fall runter. Guckt es euch an. So, das wäre dann direkt das Erste. Hier ist aber noch ein Würfel. Den holen wir uns bestimmt gleich dann irgendwie. Was haben wir hier? Ja, hier brauchen wir den Würfel für. Ah, okay, und hier kommt jetzt so ein Ball raus. Das ist ja genial, mit wie viel Aufwand und Liebe zum Detail die das gemacht haben. Das sieht da einfach nur cool aus. Gut, jetzt weiß ich nur nicht so genau. Ach, da oben muss das wahrscheinlich sein. So, wenn noch eine weitere Kugel, da ist sie. Und wie geil ist das gemacht? Leute, das ist der absolute Knaller. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich bin ganz sprachlos im Moment. Ich kann auch wenig gerade irgendwie sagen. Jetzt ist nur kein Würfel rausgefallen, kann das sein? Das ist ja eher uncool. Das ist ja jetzt eher uncool, da muss ich bestimmt noch mal darüber. Ah, ist wieder nicht hoch genug. So. Wie gesagt, das ist mit linken Maustaste steuert ihr. Ach, hier ist der Würfel geflogen. Der linken Maustaste steuert ihr die Portale und mit der rechten Maustaste. Und jetzt habe ich einen Fehler gemacht, denn der Würfel muss ja da oben hin. Also wieder da rein. Zack. Und das Prinzip ist tatsächlich wie das richtige Portal. Und sogar die Aufmachung, diese Scanner hier, die einem das wegnehmen, was man nicht mitnehmen darf. So, Testkammer 3. Was erwartet uns hier denn? Ach du Gott. Okay, jetzt geht's los, dass das ein bisschen knobelig wird. Was ist hier? Hier muss ein Würfel hin. Okay. Ich denke mal, hier können wir keine Portale machen, genau. Ach, ich habe die Portalkanone noch gar nicht. Nee, da geht das nicht. Das ist auch zu klein. Müssen wir irgendwie da drauf kommen. Wie kommt man da drauf? Darüber. Geht das so? Eins da oben hin und eins da unten hin. Jo.
Ja, ich kann wie gesagt gerade wenig zu sagen. Ich bin absolut schwer beeindruckt von dem Spiel. Wie gesagt, Download-Links in der Beschreibung. Guckt es euch an. Wenn ihr Minecraft mögt, wenn ihr Portal mögt, dann ist das, denke ich, die perfekte Verbindung der beiden Spiele. Ich werde hier nochmal reinhüpfen. So. Und es ist wirklich genial, mit wie viel Liebe zum Detail das gemacht wurde und dass es möglich ist, so Portale und sowas in Minecraft mit reinzunehmen. Na, ich krieg's jetzt gerade nicht gebacken. Ja, ich hoffe, das hat euch so einen kleinen Einblick gegeben von dem Spiel. Es ist wirklich genial gemacht. Ich glaube, ich wiederhole mich zum 100. Mal. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Wenn ihr es auch spielt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr auch ein paar Videos machen würdet. Ob ihr an den Testkammern verzweifelt oder nicht, so wie ich gerade zu blöd bin, da reinzuspringen. So, jetzt wieder. Ich würde mich tierisch darüber freuen. Ich hoffe, das Video hat euch so ein bisschen heiß gemacht auf Portal Craft. Wenn ja, hinterlasst doch einen Kommentar. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es gefallen hat. Hinterlasst ein Abo. Jetzt habe ich es fast geschafft. Wenn ihr es noch nicht habt für weitere Videos. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, macht's gut, auf Wiedersehen. Und die Kammer schaffen wir jetzt noch. Erst dann gebe ich auf. So, rüber. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Ah, nicht runterfallen. Und hepp. Scheiße. Ah, gut, das schaffen wir doch nicht. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und auf Wiedersehen.